Jessica Haller, seit der Geburt ihrer Kopfschmerzen. Sorge um ihre Gesundheit. Die Geburt eines Kindes bringt für Mütter eine ganze Reihe an körperlichen Veränderungen mit sich. Jessica Haller, 32, spricht jetzt mit ihren Fans über ein gesundheitliches Problem, das sie seit der Geburt von Tochter Hailey Sue im Mai 2021 plagt. Seitdem eine Maus auf der Welt ist, habe ich jeden Tag Kopfschmerzen, berichtet die Reality-TV-Kandidatin ihrer Community. Die starken Schmerzen halten seit 19 Monaten an. Linderung verschaffen ihr in den seltensten Fällen Hausmittel wie Espresso und Zitrone. Meistens muss die Frau von Johannes Haller, 34, allerdings zu starken Schmerzmitteln greifen, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen. Nicht nur die Schmerzen belasten die 32-Jährige. Die Influencerin macht sich Sorgen, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Ich habe ein MRT gemacht, aber tatsächlich denke ich die ganze Zeit, es muss noch irgendwas Schlimmeres in meinem Kopf vorgehen, erzählt die ehemalige Bachelorette. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas ist, was noch nicht entdeckt wurde. Außerdem hält sie die Schmerzen nicht länger aus. Das kann echt einfach kein Zustand sein, so das TV-Gesicht. Anfang 2023 möchte Jessica sich deshalb zu einem Spezialisten begeben. Seit Monaten spekulieren Wollny-Fans darüber, welche ihrer Töchter Silvia Wollny erneut zur Oma macht. Einen Hinweis hatte das Familienoberhaupt gegeben, Loredana erwartet nicht etwa Zwillinge. Das Rätselraten hat nun ein Ende. Via Instagram macht Lavinia Wollny, 23, ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Unter ein Ultraschallfoto und einen positiven Schwangerschaftstest schreibt sie, es ist so unglaublich seit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass BBNR2 unterwegs ist, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten. Am 22.02.2022 kam unsere Tochter, unser ganzer Stolz auf die Welt und bald wirst du ein Geschwisterchen haben. Wir freuen uns so unglaublich auf dich und können es kaum erwarten, dich endlich kennenzulernen. Sick! Heilige Emilia wird also eine große Schwester werden. In welcher Schwangerschaftswoche sie ist, verrät Lavinia nicht. Ebenso gibt sie auch noch nicht preis, ob sie ein weiteres Mädchen oder einen Jungen erwartet. Sie verrät nicht einmal, ob sie das Geschlecht überhaupt schon weiß. Unter dem Posting sammeln sich binnen weniger Minuten zahlreiche Leaks und Kommentare. Viele Fans beglückwünschen Lavinia zu ihrer erneuten Schwangerschaft. Im Juni dieses Jahres verkündete Auswanderer Chris Töpperwien, 48, aufregende Neuigkeiten, er und seine Partnerin Nicole erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Wir können es kaum erwarten, unseren Neuzugang an Weihnachten kennenzulernen, schrieb der Reality-TV-Star damals auf Instagram. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern. Wie Nicole mit einem Babybauchfoto in den sozialen Medien beweist. Bald, noch 17 Tage, schreibt sie zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf dem sie zärtlich ihren Babybauch hält. Fotograf Patrick Amos hat die werdende Mama in schwarzen Schuhen in Szene gesetzt. Die Fans geraten bei diesem Anblick ins Schwärmen. So ein schönes Foto, lautet das einstimmige Urteil. Im Dezember vergangenen Jahres gaben sich die Ex-Dating-Show-Teilnehmer Jessica, 32, und Johannes Haller, 34, bei einer märchenhaften Wintertrauung im verschneiten Österreich das Jawort. Ein Jahr später möchte das Paar diese Zeremonie wiederholen. Seit der Ankündigung liegen Fans auf der Lauer und wollen unbedingt wissen, wann die zweite Hochzeit stattfindet. Jetzt wird die ehemalige Bachelorette konkret. Nächste Woche, verrät die Influencerin während einer Fragerunde auf Instagram. Die 32-Jährige stellt aber klar, dass es eine kleine Zeremonie wird, einfach für uns. Fans dürfen gespannt sein. Werde euch aber Einblicke posten, ist doch klar, verspricht Jessica Haller ihrer Community. Seit November 2020 lebt Georgina Fleur, 32, in Dubai, teilt mit ihren 387
000 Instagram-Fans Fotos von endlosen Stränden. Der beeindruckenden Skyline der Millionenstadt und ihrer Tochter. Im August 2021 ist die Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt bekommt die kleine Auswandererfamilie besonderen Besuch aus der Heimat. Georginas Mutter ist eingeflogen, um Zeit mit ihrer Tochter und Enkelin zu genießen. Auf Instagram lädt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Beweisfotos in ihrer Story hoch. Eine Aufnahme zeigt das Trio vergnügt vor einem Weihnachtsbaum. Das Gesicht ihrer Kleinen schützt Georgina mit Stickern. Der andere Schnappschuss ist in einem Tropenaquarium entstanden. Neugierig blickt der Spross sich um. Die Einjährige scheint den Besuch von ihrer Oma ganz besonders zu genießen, schließlich hat sie jetzt vermutlich ihre Lieblingsnanny bei sich. Jessica, 32, und Johannes Haller, 34, haben pünktlich zur Adventszeit das sonnige Ibiza hinter sich gelassen, um in der Heimat in Weihnachtsstimmung zu kommen. Bei Johannes Familie in Ravensburg fühlt sich offenbar auch Töchterchen Hailei, 1, gleich wie zu Hause. In einem Video, das Jessica in ihrer Instagram-Story mit ihren knapp 1 Million FollowerInnen teilt, ist die Kleine dabei zu sehen, wie sie munter die Küchenschublade bei ihrer Großmutter ausräumt. Hailei so, bei Oma ist es so cool, ich darf sogar die Schränke ausräumen. Komma, schreibt die Löffelbring You Home Interpretin zu dem süßen Clip. Sämtliche Dosen und Deckel landen kurzerhand auf dem Fußboden. Johannes Mutter scheint es gelassen zu nehmen und lobt Hailei unbeirrt, dass sie so fleißig für den Nikolaus aufräumt. Meine Schwiegermama ist die Beste. Sag ich euch. Diese Ruhe, Gelassenheit und Geduld bei diesem kleinen Wirbelwind. Lieb's, freut sich Jessica. Iris Klein, 55, ist hin und weg von ihrem Enkelkind Damian, der Sohn von Tochter Jenny Frankhauser, 30, und deren Partner Steffen König erblickte am 29. September 2022 das Licht der Welt und verzaubert seitdem seine Familie. Der stolzen Oma haben es vor allem die niedlichen Babyfüßchen angetan. Wie sehr ich einfach Babyfüße liebe. Ihr auch. Ich könnte sie fressen, schreibt Klein zu einem Posting, auf dem sie den Minifüßen einen dicken Kuss gibt. Dabei wundert sie sich, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich hab doch erst die Füße von meinen Kindern geknutscht. Naja. Iris. Das ist schon ein bisschen her, Kleins zwei anderen Kinder Daniela Katzenberger und Tobias Katzenberger sind 36 und 37 Jahre alt. Aber für Iris ist die Zeit offenbar wie im Fluge vergangen und die niedlichen Babyfüße ihrer eigenen Kinder wird sie wohl auch nie vergessen. Süß. Eva Benetatu, 30, scheint nicht nachtragend zu sein. Anders lässt es sich nicht erklären, dass sie offen bei einem Austausch mit ihrer Community auf Instagram zu einer pikanten Fragestellung bezieht. Ein Fan möchte wissen, ob sie jemals zurück zu ihrem Ex gehen würde. Dafür käme vermutlich nicht nur ein Mann in Frage. Schließlich hatte die Griechin bereits mehrere Beziehungen, doch natürlich denken viele in ihrer Community an Chris Breu, 30, den Ex-Freund der Reality-TV-Kandidatin und Vater ihres Sohnes George Angelos. Eine Liebe, die mit einem Knall endete, als der Kampf der Reality-Stars-Teilnehmer sie nach seiner Teilnahme an dem TV-Format im Frühjahr 2021 während der Schwangerschaft sitzen ließ. Aus diesem Grund löst ihre Antwort Staunen aus. Sag niemals nie, schreibt Eva in ihrer Instagram-Story. Ist schon mal vorgekommen. Punkt. Manchmal war es nicht der richtige Zeitpunkt oder andere Umstände haben dazu geführt. Punkt. Also man weiß es nie, Sick. Es scheint, die Sommerhaus der Stars-Aspirantin hat kein Problem damit zu verzeihen. Nur eines könnte aktuell einem Liebes-Comeback im Wege stehen, wie sie bereits zuvor in ihrem Q&A gesteht. Die Frage, ob sie sich aktuell einem Mann wieder emotional öffnen könne, gesteht sie, ich habe es versucht. Aber es funktioniert nicht so richtig. Ich dachte, ich wäre bereit, aber ich merke immer wieder, dass es mir schwerfällt.
Der Stachel der Trennung von Chris steckt also offenbar doch noch tief. Manchmal frage ich mich, ob ich mich jemals wieder so Hals über Kopf verlieben kann, verrät Eva. Trotz aller Offenheit in Beziehungsfragen, wenn die Wunden noch nicht verheilt sind, hilft auch manchmal die Gabe der Vergebung nicht. Junge Eltern das Wort Wachstumsschub hören, klingeln bei ihnen die Alarmglocken. Auch Moderatorin Gülcan Kamps, 40, ist so müde wie noch nie zuvor, wie sie nun in einem ausgedehnten Mama-Update auf Instagram verrät. Ist denn hier los, fragt sich die einstige Viva-Moderatorin, wenn sie an die vergangenen 2 bis 3 Wochen in Bezug auf ihr Kind denkt. Doch dann schaut sie in ihren Entwicklungsschubkalender und die Frage klärt sich von ganz alleine, es sei der 7. Wachstumsschub, den ihr Nachwuchs gerade durchmachen würde, und der ist nicht von schlechten Eltern. So kam's weiter. Die Folge, durchschlafen? Fehlanzeige. Appetit? Mal ja, mal nein. Werden leckere gekochte Menüs verschmäht? Ständig. Geduld? Gleich null. Fremdeln? Auf einmal vorhanden. Wunsch nach Aufmerksamkeit? Am besten 24/7, all das bringt Gülcan an ihre Grenzen. Sie sei so müde wie noch nie zuvor. Aber all die Punkte seien normal und lediglich eine Phase. Dankbarer sind ihre 500.000 Follower, innen, denn diese Offenheit gebe einigen das Gefühl, nicht alleine mit einer solch anstrengenden Babyzeit zu sein. Haben News verpasst? Jetzt hier die Prominus der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quelle, Instagram.com